Ja, hey, Marco ist eingeladen heute zum Dinner essen. Echt? Gehen wir hin? Echt? Das ist nett. Ja, ist nett, ne? Ja. Können wir hingehen, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Sascha? Sascha, wo schaffst du? Sascha! Hey, hast du dir auf den Arsch geschaut, oder? Hey, Nadja, ey, komm. Du brauchst mich jetzt gar nicht anfassen, ja? Was? Du hast dir auf den Arsch geschaut. Nein, ich habe nicht auf den Arsch geschaut. Du schau hast mal, dir auf den Arsch ich hab geschaut. Da hinten auf der Baustelle. Schluss, aus. Alter, geh mal, hey, mal raus. Ich muss den. Die lernen das Drehbuch nicht. So, lernt das Drehbuch. Leute. Ihr seid hier Reality. Zeigt mir Emotions, gebt mir den Trash. Ein Blick hinter die Kulissen einer Scripted Reality-Sendung. Ein Erfolgsmodell von höchster Qualität. Naja, oder auch nicht. Das ist flach, das bringt nichts. Das ist nicht informativ, es ist nicht unterhaltsam wie ein Witz oder so, aber ist für mich Zeitverschwendung. Also Scripted Reality-Sendungen sind halt nicht mit viel Niveau, weil es sind keine Wissenssendungen, sind, dienen halt nur der Unterhaltung. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, was sich vermarkten lässt. Ob nun Schwiegertochter gesucht oder Bauer sucht Frau. Ja, fantastisch. Ja, ab und zu ein bisschen skurril, aber faszinierend. Man fängt an zu gucken und kann man nicht aufhören. Mit diesen Formaten erreichen die privaten Fernsehsender immer höhere Einschaltquoten. Stefan Cordes vertritt die Produktionsfirma Filmpool auf den Medientagen in München. Sie haben für Scripted Reality-Sendungen einen eigenen Programmbereich eingerichtet. Also der Weg ist da eher, dass wir diese Geschichten mögen, dass wir diese Typen mögen, dass wir authentische Typen mögen, wie sie bei Berlin Tag und Nacht vorkommen, dass wir die wirklich auch geil finden, uns auch abends da hinsetzen und das gucken. Doch dieses Format birgt eine große Gefahr. Eine Realität, die gerade von jungen Leuten oft erst gar nicht erkannt wird. Gerade weil Kinder und Jugendliche oftmals nicht verstehen, dass das erdacht ist, hat es natürlich eine gewisse Wirksamkeit. Das heißt, die Bilder von Menschen halten sie für real, dass es Menschen wirklich gibt, die so böse sind. Oder aber bei Jugendlichen zum Beispiel, dass im Urlaub wirklich die ganze Zeit geflirtet wird und es zu vielen sexuellen Aktivitäten kommt. Weißt du, Alter, Ende zählt doch eigentlich nur, dass ich dich liebe. Und Zuschauer lieben diese Formate. Eskalation, Emotion und Entgrenzung. Erfolgsstory Scripted Reality. Echt krasser Stoff, Mann.